So, guten Morgen. Wir haben jetzt gerade, ich meine, 6:25 Uhr. Man muss sich ja langsam annähern in den ganzen Sachen. Ich habe mir jetzt einen Kaffee gemacht, ein Brot, einen Schluck Kaffee getrunken und werde jetzt erstmal 10 Minuten meditieren und mich an diesen Ablauf auch erstmal gewöhnen, bevor alles wirklich komplett losgeht und ich voll zu tun habe und es sich auch wirklich lohnt, noch früher aufzustehen, und werde dann nachher wieder los zur Arbeit und mich weiter um alle Sachen kümmern und euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und dann sehen, wie lange ich so brauche. So, ich fühle mich aktuell ein bisschen, wie meine Haare hier oben aussehen. Es geht auf jeden Fall voran. Also ich bin jetzt aktuell immer noch angestellt. Ich habe ein paar Interviews geführt mit Leuten, die potenzielle Mitarbeiter beziehungsweise überhaupt erstmal Leute werden können, die ich überhaupt halt erreichen kann, um eine gewisse Dienstleistung zu machen, die ein paar Talente haben, ein paar Fähigkeiten im Medienbereich, sodass ich, sobald ich mein Angebot erstellt habe, auf sie zurückkommen kann und dann eben nachträglich noch mehr Sachen mit denen ausmachen kann. Was ich jetzt gerade mache, da in der Pause, einfach mal hier, kann ich empfehlen von Alex Hormozi. Grüße gehen raus. Da kann ich echt empfehlen, sich das Buch zu holen für die Leute, die halt wirklich erstens keinen Schimmer vom Business haben, wissen wollen, was überhaupt ein Angebot genau ist und alles im Detail. Das lese ich gerade, steht darin alles. Also holt euch. Holt es euch, nehmt euch die. Je nachdem, wie viel Zeit ihr zum Lesen habt, wie viel und schnell ihr lest, 2, 3 Tage Zeit, setzt euch hin. Oder je nachdem, vielleicht braucht ihr auch eine Woche, je nachdem, wie viel Zeit ihr aufwenden könnt. Selbst wenn ihr eine Stunde am Tag lest oder zwei, ja. Nehmt euch die Zeit, lest euch durch und es hilft unnormal. Ich sag's euch, ich werde euch informieren nach und nach, in welchen Bereich ich gegangen bin, beziehungsweise auch, was ich dann im Nachgang verändert habe, um wirklich einzigartiger zu werden in dem Bereich. Ja, oder um Leuten zu sagen, hier, ihr müsst mich nehmen, weil, ja, beziehungsweise es anzudeuten. Also ich werde euch auf dem Laufenden halten und würde da sagen, bis dahin. Moin an alle. Ja, also der aktuelle Stand bei mir ist, die Sonne blendet. Jetzt aktuell sieht es bei mir so aus, dass die Website so gut wie durch ist. Ein paar Kleinigkeiten noch gemacht werden, ein bisschen getweakt werden mit Datenschutz und Impressum etc. Und ja, dann beginnt der ganze Druck. Am Ende des Tages weiß man, wofür man es macht. Sorry, wenn ich hier wackel, ja. Ich habe noch ein recht kleines Auto. Ich habe die ganze Zeit ein echt kleines Auto. Ich habe ein Seat. Aber das Gute ist, ja, wir kennen das alle, was wir uns irgendwo innerlich auch mal erhoffen, erträumen: den Sprung vom kleinen Auto zum großen. Also bleibt fleißig, lasst euch von keiner negativen Energie packen. Ja, nein, ihr müsst keine kalte Dusche nehmen, ihr müsst nicht meditieren, das ist keine Pflicht. Für die Leute, denen es hilft, macht es. Ansonsten, wie gesagt, Leute, denkt einfach an eure alten schlechten Gewohnheiten und macht sie nicht. Geht ins Gym, verzichtet ein bisschen mehr aufs Essen bestellen und bleibt dran. Bleibt einfach dran, lest ein Buch, wie auch immer, was ihr macht. Ja, bleibt dran. Zusätzlich habe ich mich nun entschieden, welches Modell ich gewählt habe, welches Modell ich wähle für die Agentur. Und dementsprechend geht es jetzt eigentlich die Tage schon so gut wie los. Also ich werde nur noch ein paar Angebotsideen aufschreiben und dann ist eigentlich der Plan so da. Und wie man im Hintergrund ein bisschen sieht, hinten der Computer, na, das ist alles schräg, aber hey, ganz simpel, ja. Angenehmes Sofa zum Sitzen und Arbeiten. Und das Buch zusätzlich, welches ich jetzt noch bestellt habe, ich versuche jetzt wirklich alle 2 Wochen, also je nachdem, wie groß das Buch ist, wie viel Aufwand es hat, weil viele Bücher sind so ein bisschen interaktiv, sage ich mal, dass man eben Gedanken mit aufschreibt und allem drum und dran. Unnormal. Also ich blende es mal irgendwo ein, schreibe es in die Beschreibung rein oder sonstiges. So dass ihr einfach, holt es euch. Also einfach ihr lest es und es ist so faszinierend, wie wirklich ein Mood, ja, in Anführungsstrichen, so geändert werden kann oder wie wirklich etwas leicht beeinflusst wird und wie eure Gedanken gelenkt werden können. Das ist total interessant. Also ihr solltet das machen, einfach um euch besser kennenzulernen, ja, für den Fall, dass ihr es noch nicht habt oder beziehungsweise dass ihr auf dem Weg dahin seid. Ja, das kann ich echt nur empfehlen. Ich halte euch auf dem Laufenden, was das angeht, und begleitet mich weiter.